Und damit willkommen zurück. Kurz die Aufnahme checken, dass alles passt. Wupsi, wo sind wir? Läuft, Ton ist da, läuft, Bild ist da. Gut. Immer ganz wichtig. Immer ganz wichtig. So. Das sind nur noch die Orks. Ich dachte schon, der Sound fehlt jetzt komplett. Aber damit habt ihr euch ja schon gewöhnt. Hoffe ich mal. So. Ja, deine Macht, das ist das Problem. Der Sieg ist nahe. Ich mag Saruman. Unsere Zeit ist gekommen. Von der Macht korrumpiert. Leider ist er hier ziemlich nutzlos. Er ist nicht so super stark. Ich meine, der Blitzschlag, ja. Die Schlangenzunge ist sehr stark. Was geht denn jetzt ab? Das sind die Warge. Okay. Ansonsten, oh, geht so. Ja, irgendwo kannst du bauen und da, wo du bauen kannst, baust du Ende. Hier hatte ich auch mal eine sehr schöne Schlacht. Ich glaube, das war auch gegen Sturmhart. Die war ziemlich cool. Die war wirklich cool. War auch sehr spannend, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Sah nämlich so aus, als würde er gewinnen. Leider war es dann nicht so, aber war trotzdem sehr spannend. Wir haben viel zu tun. So. Wenn ich den Gegner finde. Noch ein Gebäude fertiggestellt. Da ist ihr Lager. Oh nein! RIP instant tot, tschüss. Gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. So, was macht er noch? Feuerball hat er gecastet. Das hat er gecastet. Ja. Also man, es ist nicht zwingend klug, alles auf Autocast zu stellen, aber es geht. So, Geld habe ich auch bekommen. Könnt mir. Ja, das war jetzt echt geschenkt. Es ist halt stark, wenn du zwei Helden hast, die die Armeen des Gegners nehmen können. Vor allem, wenn sie klumpen. Du kannst dem alles wegnehmen. Alles. So, hier drüben müssen wir noch kämpfen gegen eine Festung. Das wird ein bisschen kniffliger. Es sieht nach Lothlorien aus. Lothlorien oder Lothlorien? Auf Elbisch heißt es mit Sicherheit eh ganz anders. So, ah, halt. Ja, und den Vorposten hole ich mir. Und den da hinten hole ich mir auch. Und die Punkte hier, die hole ich mir auch. So, dann machen wir mal was ganz Sneakiges und Böses. Ich klatsch dem jetzt hier eine Festung hin. Ich meine, ob es klappt oder nicht, ist mir eigentlich ziemlich überall. Ich will jetzt hier Spaß haben, das heißt, ich probiere einfach mal aus. So. Oh, der hat aber eine Menge Kram. Wow. Haha, der hat wirklich eine ganze Menge Kram. Wow. Was ist das denn? Ah, ich glaube nicht, dass ich das gewinnen kann. Bei aller Liebe nicht. Also, ich wüsste nicht wie. Der hat ja endlos viele Trolle. Wow. Kann ich rausgehen? Obwohl! Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ah, so ganz früh müssen wir ja auch noch werden. Vielleicht haben wir ja noch eine Chance. Wer weiß. Vielleicht geht ja was.
Wenn nicht, dann halt nicht, aber dann habe ich es probiert. Wenn ich durchhalte bis zu den Drachen, dann habe ich eine Chance. Aber das... Je nachdem, wo die jetzt drauf angreifen, wird das auch nichts. Feuerpfeile. Jups, das ist ein Problem. Y, das ist ein schöner Hotkey. Den kann ich benutzen. Y kann man machen. Das ist, das geht. Ja, lass mal gucken. Vielleicht geht das. Vielleicht geht es. Sieht zwar böse aus, aber wer weiß. So. Oh. Dann baust jetzt noch ein. Ja, doch. Die Waage sind jetzt nicht komplett nutzlos, ne? Und schnell gebaut ist das Gebäude auch. Das ist gar nicht so schlecht. Dann bauen wir überall noch ein Türmchen dazu. So, die Waage gegen die Trolle. Oh, das ist interessant. Boah, machen die Schaden. Huhu! Die halten ja ordentlich aus. Ey, die Wagt. Boah, ist ja abartig. Das ist wirklich abartig. Also die Türme. Und jetzt das Wagdings kostet bloß 400, ist ja. Krass! Das ist wirklich krass. Also ehrlich. Das ist. Huh. Du musst das nicht upgraden, du musst ja gar nichts machen. Das ist geschenkt. So ein bisschen zumindest. Weil die Festungen, die brauchen ewig, halten nichts aus und machen kaum Schaden. Gut, es ist Reichweite da, aber die Wagdinger können ja auch laufen. Hm? Gefällt mir gut. Gefällt mir sogar sehr gut. Cool. Jetzt muss ich nur irgendwie an Geld kommen. Der stirbt jetzt. Das hätte ich trotzdem gern noch eingenommen. Ja, jetzt auf einmal geht's, oder was, Leute? So. Wir bauen jetzt symmetrisch. Aber azyklisch. Nein, eigentlich ist es zyklisch. Egal, wie auch immer. Wir bauen jetzt einfach. Punkt. Wenn ich Geld habe. Geld habe ich halt gar keins mehr. Ja, das ist ein Problem. Geld. Zwei Leute ausgerüstet. Nice. So. Das war dämlich, macht aber nichts. Passt schon.
Schaut's mal, ich hab Geld. Oh, ich hab Geld. 500? Ja, das machen wir. Ich mag diesen Vorposten voll. Zwei Türme fehlen noch, dann ist er fertig. Klar, ein Erdbeben rein, Trolle, Riesen, ist egal. Boom, macht alles kaputt. Aber erstmal ist es ziemlich cool zum Verteidigen. Also mir gefällt das gerade saumäßig gut. Vor allem, weil es halt auch so heftig ausschaut. Ne, wenn du das siehst, denkst du dir, hoi, das ist aber schön. Das ist solide und schön. Also das sind meine Gedanken. Ich weiß nicht, was ihr da denkt, aber meine Gedanken denken das. Ja, das sind meine Gedanken, Gedenken. Gedachten, Gedanken. Die denken. Sie denken, Gedanken. Na? Habe ich gut gedenkt. Und diese Episode benutzt ihr bitte nicht, um eure Deutschkenntnisse zu verfeinern. Danke. Ich übernehme keine Haftung für schlechte Deutschnoten, nachdem dieses Video geschaut wurde. Ne? Verstehen wir uns. Die Feuerpfeile wären schon cool, aber irgendwie lohnt die sich nicht. Ich will einfach nur die Türme haben. Ich gewinne das halt echt noch. Ich wollte halt... Ihr habt es gesehen? Ich wollte rausgehen, weil... ne? 3, 4 Trolle, Spinnenreiter voll ausgerüstet. Was ist passiert? Möp, möp, möp. GG, Gegner schlecht. Das ist passiert. Ende. Ich glaube, ich muss heute noch einkaufen gehen. Ich habe so keinen Bock. Ich hasse es, einkaufen zu gehen. Aber essen, ne, essen, manchmal muss man was essen. Der Körper braucht es. Und das Hirn auch, sonst kann ich keine Gedanken denken. Und wenn ich keine Gedanken denken kann, dann weiß ich auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Das ist das Problem. Ungedachte Gedenken. Gedenkfeiern, denken. Sie hätten Gedanken gedacht, aber in Wirklichkeit denken sie nur an... anderen Kram. Und Gedenkstätten sind noch schlimmer. Weil da denkt man, man hätte an jemanden gedacht. Oder man denkt an jemanden, an den mal gedacht wurde, aber in Wirklichkeit denkt man sich bloß, wer ist das? Hier könnte man sich denken, gut gemacht, Alex. Gut gemacht, ja. Aber ob ihr das denkt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Könnt ihr aber mal schreiben. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr gedacht habt. Das wäre sehr interessant. So, jetzt speichern wir. Ganz wichtig. Ansonsten tut sich hier gar nichts mehr. Lass mich mal gucken. Ein paar Minuten habe ich noch. Wo kämpfen wir? Ja, komm. Da. Das Gebiet holen wir noch. Dann ist Schluss. Strecken. Tut sich. Ihr könnt's mal sagen. Oh. Ich weiß nicht warum, aber Strecken tut so gut. Ich mag das voll. Die so richtig so zu räkeln und so. Einfach mal so. Obwohl eine halbe Minute schon sehr lang ist. Aber. Was machen die Hampelmänner denn da? Reitet's los! Los, ihr seid Zwarge, haut's rein. Aber also eine halbe Minute, wenn sich jemand eine halbe Minute von euch durchstrecken kann, stoppt das mal. Ne? Also wenn ihr euch strecken müsst, schnell warten, den Drang nicht nachgeben, Stoppuhr, Handy, oder Smartphone, wie auch immer. Und dann streckt's euch mal, so ausgiebig, aber ihr kennt ja dieses Gefühl, wenn man sich streckt, wenn die ganzen Muskeln sich durch den Körper spannen und ziehen und drücken und, das sich halt wirklich gut anfühlt. Und ihr streckt euch bloß, also nach meiner Definition, seid ihr euch nur am Strecken, während ihr dieses Gefühl habt. Sobald ihr dieses Gefühl nicht mehr habt, seid ihr fertig. Ich wage zu bezweifeln. Heute bin ich sehr lustig drauf, dass ihr länger als 10 Sekunden euch strecken könnt. Ich glaube es nicht. Aber vielleicht seid ihr der Herausforderung ja gewachsen. Gewachsen. LOL. Heute habe ich so einen Schatten, das ist nicht mehr lustig. Vielleicht sind meine Gedanken gerade ein bisschen waghalsig, aber
Warg wird das Codewort dieser Episode. So. Ja, das ist vorbei. Eigentlich müsste ich jetzt verprügelt werden für die schlechten Witze, die ich reiß. Ja. So, haben wir jetzt gewonnen? Yeah. Wir haben einen Feind vernichtet. Cool. 11,14 gegen 0,09. Autsch. So. Damit aber bin ich hier erstmal fertig. Vielen lieben Dank wieder fürs Zuschauen. Ich speichere gleich zweimal ab. Wie immer wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Thank you.